So, wir sind angekommen in Ladakh, in Leh, um genau zu sein, auf 3500 Meter Höhe. Dann gehe ich jetzt nämlich gleich mal zum Arzt. Da kommt unser Gepäck. So, wir sind angekommen in Ladakh, in Leh, um genau zu sein, auf 3500 Meter Höhe. Sind ein bisschen fertig von der Reise und ich habe gerade mal gemessen, was das Pulsoximeter sagt, Sauerstoffsättigung. Sauerstoffsättigung bei 82%, normal sind 98. Das heißt, Ausruhen ist jetzt angesagt. Wir haben unsere Zimmer bezogen, es ist 10 Uhr morgens. Ja, und um 4 treffen wir uns dann wieder mit den anderen Leuten und machen einen kleinen Rundgang. Hotel hier ist mega schön. Waren gerade ein bisschen auf der Terrasse in der ersten Etage und auch ganz oben. Da kann man bis zum Stock Kangri gucken. Der ist über 6000 Meter hoch. Also richtig, richtig gute Location hier. Tag haben wir heute gehabt. Jetzt machen wir noch mal den Test. Sauerstoffsättigung. Kopfschmerzen sind zumindest weggegangen. Das ist ganz schön. Oh ja, okay. 87.
Gebet, Zeremonie, jetzt zur Zeit, also die Veranstaltung. Wir haben also jetzt Glück, wir beteiligen. Wir gehen jetzt gerade dorthin und dann nehmen wir auch daran teil. Irgendwo hinsetzen. Gestern habe ich mir wohl einen kleinen Spinnenbiss eingefangen. Irgendwie bei der Stadtführung, habe nur so einen kurzen Stich gemerkt, hier so in der Seite. Und heute Morgen sah es schon ein bisschen schlimmer aus, so ein bisschen dicker geworden und rot. Und jetzt wird es halt immer schlimmer und tut echt weh. Das heißt, dann gehe ich jetzt nämlich gleich mal zum Arzt. Tag 3 in Lee. Ist doch ganz brauchbar. So, kurzes Update zum Spinnenstich. Vielleicht war es aber auch nur ein Moskito, aber unser Guide hat gemeint, er wäre auch schon mal von der Spinne gestochen und das sehe dann so ähnlich aus. Gestern sind wir dann noch zum Arzt. Einer von den Guides hat mich auch abgeholt, Basti ist mitgekommen. Mussten zwar eine Stunde warten, waren auch ein paar Leute da, aber ja, hauptsächlich mussten wir warten, weil der Arzt einfach auch nicht zu seiner Sprechzeit kam, sondern irgendwie eine halbe Stunde später. 1,5 Minuten drin, habe ihm das kurz gezeigt und dann hat er mir irgendwie 1000 Sachen aufgeschrieben. Dann haben wir die gleich in der Apotheke abgeholt und bezahlt. Wir haben ja hier in der Gruppe auch zwei, die sich ein bisschen mit Medizin auskennen, erstmal die ganzen Inhaltsstoffe gegoogelt und dann die Leute gefragt. Also wir haben dann entschieden, Antibiotika, die er mir verschrieben hat, die nehme ich nicht. Sondern einfach nur so Antihistamine und Kühlen und eine Salbe drauf. Heute jetzt mittags, einen Tag danach, also nach dem Arzt und 2 Tage nach dem Stich, sieht es eigentlich auch schon wieder ganz okay aus, finde ich. Also ja, es ist halt rot, aber es ist halt nicht mehr so geschwollen und es juckt auch noch ein ganz kleines bisschen, aber es geht eigentlich. Somit sollte dem Trekking ab morgen nichts im Wege stehen. Ich bin super glücklich, ich hatte jetzt wirklich ein bisschen Schiss, dass sich da irgendwie noch Schlimmeres entzündet, sieht aber echt ganz entspannt aus. Juhu! Wir haben gerade Getränke bestellt. Ja, für was? Ja, für den Check. Ach so. Cola und Sprite. Cola und Sprite und? Ein Bier. Ja. Eins. Wie geht's dir heute? Mir fällt jetzt nicht besser gut durch den Eltern. Lächel mal in die Kamera. War der gut drauf, ne? Also. Total. Ist ja alle gut. Man merkt es kaum. Auf den Stich gefilmt. 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 Sonne brennt brutal. Auf welcher Anfang haben wir
Dominik muss den Fotografen spielen. Geht los! Und die GoPro hat versagt, deswegen gibt es jetzt immer nur Handyvideos erstmal. Also auf dem Schild steht: First person will be shot dead. Schon fast 2 Kilometer. Heute ungefähr 10 Kilometer machen und 600 bis 800 Höhenmeter. Ist auf jeden Fall anstrengend in der Höhe, aber die Landschaft ist sehr, sehr schick. Geht schon los. Lecker. Argentinien. Unter den Armen. Okay. Hier ist erstmal Endstation. Eigentlich müssen wir noch über den Fluss. So, jetzt hatten wir zweite Flussquerung und jetzt habe ich gleich mal die passenden Schuhe einfach angelassen, weil in 10 Minuten ist Mittag. Die richtigen Wanderschuhe. Yes. Mahlzeit. Wahnsinn. Das ist doch nicht normal. Diese Zacken. Guck dir das an. Da kommt unser Gepäck. Das heißt noch 1,5, fast geschafft. Kurzes körperliches Update. Der Stich hat sich den ganzen Tag noch nicht bemerkbar gemacht. Tut nicht weh. Aber so ganz leicht der Kopf,
Es ist ja auch echt so, zwischendurch brennt die Sonne rein. Gleich, wenn wir es geschafft haben, dann ein bisschen ausruhen, viel trinken noch. Dann geht das bestimmt auch wieder klar. Komm, Jan, jetzt. Ja, Felix, was denn? Willst du machen, ist der? Ist so danke. So danke, okay. Ja, wuhu! Yes! Wir haben es geschafft. Schön. So, also, wie heißt er? Jack. Hört auch schon auf den Namen und guckt freundlich ins Video, wie sich's gehört. Expedition. Und aber auch verdient. Ganz ehrlich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden. Okay, fertig machen zum Feuerüberfall. Fertig. Achtung, ich zähle. 3, 2, 1. Unser Basislager auf 4300 Meter. Immer mal wieder von Rindern angegriffen gerade. Danke, Philipp! Schmeckt? Oh, yes. Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. Lecker. Schon ordentlich. Ich muss mit Messer und Gabel essen, damit ich das links die Gabel habe. Gute Nacht. Lage, tja, könnte besser sein. Und wenn ihr das Video auch toll fandet, könnt ihr gerne mal so machen.